Ei, zieht sich vor Ihnen aus? Herr Möbius. Nein, sie liegt gerade ab mit der Fähre. Also ehrlich, Oma. Fähre? Na, wohin denn, um Himmels Willen? Zur Theaterinsel. Aber was ist denn? Du bist ja völlig durch... Sein, dass der Chef Sie mit der Leitung der Ermittlungen beauftragt hat. Aber rein dienstgradmäßig stehe ich 3 Besoldungsstufen über Ihnen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir keine Zeit haben, zig Leute ins Präsidium zu bestellen und zu vernehmen. Wir müssen uns auf unsere Intuition verlassen. Und die sagt mir, dass wir im Kreise der Theaterschauspieler, der Sänger und Tänzer suchen müssen. Und das Mädchen da drüben gehört sicher zu der Tanztruppe von diesem Musical. Was Ihre Figur betrifft, können Sie recht haben. Ich kann Sie ja mal ansprechen. Nein, lassen Sie mich mal lieber. Sie baggern Sie doch nur an, wie ich Sie kenne. Also entschuldigen Sie mal. Gehören Sie zu dem Ensemble von diesem Musical? Ich frage nur, weil ich annehme, dass Sie schon gehört haben, was einer Ihrer Kolleginnen zugestoßen ist. Die Guillotine. Das war schrecklich. Woher wissen Sie davon? Möbius, ich arbeite für die Mordkommission 2. Sie waren dabei, als es passiert ist. Nein. Wie kommen Sie darauf? Woher wissen Sie es dann? Wir haben die Nachricht noch nicht herausgegeben. Naja, ich wollte Sie abholen, mir das Ganze anschauen, weil ich von ihr den Job übernehmen sollte. Aber dann... Sie war Ihre Freundin? War, ja. Aber seit sie die Hauptrolle bekommen hat, Sie werden sicher noch das Ensemble verhören, oder? Nun ja, sagen wir, ich möchte mich orientieren. In der Gruselshow glaubte man zuerst an einen Unfall, dem Ihre Freundin zum Opfer gefallen ist. Glauben Sie das auch? Und wer hätte Ihrer Meinung nach ein Motiv zu so einer grausamen Tat? Ich. Wenigstens werden das alle behaupten. Weil eigentlich ich von Guido für die Hauptrolle vorgesehen war. Guido? Guido Krämer, der Komponist und musikalische Leiter der Company. Corinnas Stimme hatte seiner Meinung nach nicht die Kraft, eine solche Rolle zu tragen. Verstehe. Und warum haben Sie die Rolle nicht bekommen? Das Übliche. Wer mit dem Regisseur ins Bett geht, der sitzt am Drücker. Das wäre allerdings ein Motiv. Aber Sie waren es nicht. Das könnte ich doch nie. Vor allem nicht, weil... Ja? Corinna war schwanger. Im 2. Monat. Er hat ihr Geld gegeben, um es wegmachen zu lassen. Der Regisseur? Und wie heißt der Mann? Horst Landvogt. Der Horst Landvogt? Der. Gott, was für eine Wahnsinnsfrau. Regisseur müsste man sein. Also beherrschen Sie sich gefälligst, Herr Pohl. Aber Polizist sein hat auch seine Vorteile. Schließlich hat sie uns das perfekte Mordmotiv quasi auf dem Silbertablett serviert. Und es wird mir ein persönliches Vergnügen sein, Sie diversen längeren Verhören zu unterziehen. Sie mögen ja 3 Besoldungsstufen über mir stehen, Herr Kollege. Aber was Anstand und Moral angeht, sind Sie keinen Groschen wert. Was heißt denn hier Anstand und Moral? Man sieht es mir vielleicht auf den ersten Blick nicht gleich an, aber ich bin ein Mann mit Gefühlen und Hormonen. Wie